was. Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fans, ich bin's wieder, euer Holger von Holgers Wunderland. Und heute stelle ich euch mal eine Powerstation vor. Und zwar die Jackery. Den Jackery Solargenerator 1500 Pro. Moment, habe ich das jetzt richtig gesagt? Nicht, dass ich wieder was Falsches. Explorer 1500 Pro. Ich muss auch ein bisschen Buch zu Hilfe nehmen. So, und dann werde ich euch gleich mal erstmal ein bisschen was dazu erzählen, weil ich bin ja nicht so der ich bin zwar schon technisch begabt, aber nicht so wie zum Beispiel der Togi, der Mr. Togi, der hat die auch schon vorgestellt und diverse andere auch schon. Ich habe sie zur Verfügung gestellt gekriegt, ich muss sie wieder zurückgeben, ist also nicht mein Eigentum, deswegen daher. Es ist so, technischen Daten dazu. Das Modell ist die JE1500W, hat einen Lithium-Ionen-Akku mit 35 Ampere-Stunden, 43,2 Volt DC, 1512 Wattstunden. Die Abmessungen sind 38,4 x 26,9 x 30,75 cm. In Inch brauche ich euch ja nicht erzählen, wir sind ja in Deutschland hier. Gewicht ca. 17 Kilo. Hier steht jetzt drin 1000 Ladezyklen bis zu 80%. Ich habe dann auch gehört, dass dann so bis 3000 Ladezyklen bei 70%. Aber ich kenne mich halt nicht mit aus. So, dann haben wir zweimal 230 Volt Ausgang. Ich muss mal gucken, meine Kamera, die macht gerade Zicken. Zweimal 230 Volt, 50 Hertz. 7,83 Ampere-Stunden, das heißt 1800 Watt Nennleistung. Spitzenleistung 3600 Watt. Zwei USB-A-Ausgänge, Schnellladen mit 3.0, 18 Watt Max, 5 bis 6 Volt bei 3 Ampere und 6 bis 9 Volt bei 2 Ampere und 9 bis 12 Volt bei 1,5 Ampere. Dann zwei USB-C-Ausgänge mit 100 Watt, maximal 5 Volt mit 3 Ampere, 9 Volt mit 3 Ampere. 12 Volt mit 3 Ampere, 15 Volt mit 3 Ampere und 20 Volt mit 5 Ampere. So, dann haben wir einen Autoanschluss, das ist dann Input, mit 12 Volt, 10 Ampere. Hier fehlt gerade ein Ausgang, ach der kommt gleich noch. Eingang, Autoanschluss, 12 Volt, ach nee, das ist der Ausgang, 12 Volt, 10 Ampere, also 120 Watt. Ich habe aber schon von vielen gehört, dass es bis zu 150 Watt geht. Leider habe ich kein Gerät, was das erfüllt, um euch das zu zeigen. Eingang haben wir 230 Volt, 50 Hertz, 5,56 Ampere maximal. Habe ich auch schon ausprobiert, die geht so bis 830 Watt, hat sie meiner Meinung nach jetzt angezeigt. DC-Eingang haben wir nochmal 11 bis 17,5 Volt über 8 Ampere maximal. Und Solar, ja, da weiß ich nicht. Das muss ich erstmal ausprobieren. So, und dann zeige ich euch kurz die Eingänge. Oh, ich sehe überhaupt nichts, ey. Die Sonne blendet. Also, hier ist erstmal so eine Lampe. Die kann man hier einschalten. Einmal hell, heller und blinkt SOS-Signal und wieder aus. Dann haben wir hier unten drunter die beiden normal, ich muss erstmal das Ding jetzt zumachen, ey, das nervt. So, da haben wir die beiden USB-A-Ausgänge und dann darunter die USB-C-Ausgänge. Das ist der Einschalter dafür. So, dann haben wir auf der Seite hier, das ist einmal der 12 Volt Auto-Zigarettenanzünderanschluss. Machen wir wieder zu, sonst stört's. Die kann man dann hier einschalten. Nee, Moment. Da einschalten. Dann haben wir hier zweimal 230 Volt. Hier oben, den kann man hier einschalten und hier ist nochmal das Display. So, zeige ich euch aber alles gleich. Jetzt kommen wir nochmal zur Rückseite. So, da haben wir hier einmal den ganz normalen Kaltgeräte-Steckeranschluss und auf dieser Seite die Pins, den TC-Input
für jetzt zum Beispiel die, ich zeig's euch, ich habe ja alles dabei. Es gibt ja auch noch so eine schöne Tasche dabei, das ist die hier. Das hier ist einmal das Kaltgeräte-Steckeranschlusskabel. Dafür könnt ihr das erkennen, ganz normales. Und dann, also zum Aufladen einer ganz normalen Steckdose. Und dann ist hier noch einmal fürs Auto, kann man dann direkt am Auto anschließen. Da ist dieser Anschluss hier, der passt dann hier rein. So, und dann geht das Ganze noch mit Solar. Und das zeige ich euch gleich. Weil ich habe auch eine Solar dafür. So, dann haben wir hier einmal, das ist das Solar Saga 200. Das heißt maximal 200 Watt. Das habe ich auch kostenlos zur Verfügung gestellt, leihweise. Weil ich das Ganze ja noch nicht gewerblich mache, kann ich das ja auch so machen. Ich werde aber trotzdem, übrigens bei beiden Sachen, Werbeeinblendungen hinzuschreiben. So, das ist jetzt hier Solarsager. Ich stelle das jetzt mal kurz auf den Boden, weil das ist schwer. Hier ist nochmal die Solartasche dazu passend. Hier sollten auch noch Kabel drin sein. Ja. Und dann haben wir nochmal eine eine Kurzanleitung. So, das dazu, wie das ganze Ding angeschlossen wird, das weiß ich auch so, weil es ist ja nicht meine erste Solaranlage. Ich habe mir ja schon selber was zusammengeschustert für meine Solarpowerbank. Besser kriege ich es jetzt nicht gerade hin. Ich muss mal gucken, ob ich es noch ein bisschen schräger kriege. Und dann brauchen wir natürlich auch noch das Kabel dazu. Ihr seht mich jetzt zwar gerade nicht. Jetzt machen wir das Display an. 145 Watt. Moment, ich drehe euch noch so ein bisschen so. Und da sie jetzt sehr voll ist, aber das ist schon jetzt hier für die Sonne jetzt hier eine echt gute Ausbeute. Vor allem, wo das Panel auch nicht richtig ausgerichtet ist, kann man sich echt nicht beschweren. Es wird jetzt ein bisschen weniger. Ich weiß zwar nicht warum, wir haben heute keine Wolken. Jetzt werde ich es mal teilbeschatten. Ich hoffe, dass es jetzt etwas mehr wird. 136, ja gut, weil die Powerstation voll ist. Ich werde sie jetzt mal ein bisschen entleeren. Das werde ich euch... Ich werde jetzt mal die Solarladung abklemmen. So, ich habe hier noch eine Kreissäge. Die hat 1200 Watt. Und jetzt müssen wir gucken. Damit werde ich jetzt mal anfangen. So, wie ihr seht, ich hole euch noch mal nah ran. Also die Powerstation schafft das, aber ich habe gerade festgestellt, so, ich lasse jetzt noch mal laufen, also die bringt nicht die volle Power, weil ich ja jetzt auch nicht säge, das heißt, da ist keine Last drauf, sie läuft einfach nur durch. Jetzt läuft sie gerade gar nicht.
So wie ihr gesehen habt, die hat einen hohen Anlaufstrom mit über 2000 Watt gehabt. Ich konnte es jetzt gerade nicht ganz genau erkennen auf die Schnelle. Ich werde es nochmal nachgucken. Also da waren es jetzt gerade eben, nur 1800 und irgendwas. Aber die Kreissäge schafft auf jeden Fall als Anlaufstrom 1200. Nee, nicht als Anlaufstrom, sondern wenn sie volle Pulle arbeitet. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie lange sie da überhaupt mitläuft. Also habt ihr gesehen, also ich könnte rein theoretisch damit jetzt über zwei Stunden arbeiten, was natürlich nicht der Fall ist, weil wenn die unter Belastung steht, wird der Stromverbrauch nach oben gehen. Und dann zeige ich euch jetzt gleich noch meinen Verbraucher mit 12 Volt. So, das ist jetzt hier so ein 12 Volt Gerät. Ne, das war jetzt die verkehrte Seite. Ja, seht, ich kenne mich da noch nie so mit aus. Ich habe es noch nie so wirklich ausprobiert. So, und ich habe hier so einen Warmhaltebecher, den man auch nehmen kann, um Wasser zu kochen. Also zumindest auf 70 Grad zu erhitzen. Jetzt mache ich wieder an. Und da seht ihr 27 Watt. Jetzt muss ich mal gleich gucken, wenn wir Wasser einfüllen. So, und das kann jetzt ein bisschen dauern. Das steht jetzt bei 30 Watt. Das heißt, ich kann 35 Stunden lang Kaffee kochen. So, Wasser kochen. Bis gleich. Um das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, habe ich mir bei meinem Nachbarn gerade noch mal einen Heizlüfter ausgeliehen. Den werde ich jetzt auch noch mal anschließen. Den müssen wir hier hinstellen. So. Jetzt erstmal auf kleiner Stufe. Da sind wir bei 800 Watt. Und der heizt schon. Dann drehe ich den mal ein bisschen hoch. 1500 Watt. 1600, noch ein bisschen, 1700, 1800, so, höher gehe ich jetzt, ich gehe sogar noch ein bisschen runter, jetzt kann ich ja mal gucken, ob er gleich abschaltet, jetzt ist er bei 1900 Watt, und er schaltet noch nicht ab. Jetzt habe ich ihn ausgeschaltet, nicht die Powerstation, weil ich werde jetzt erstmal kurz den 12 Volt Anschluss abklemmen und den ausmachen, damit wir auch ein vernünftiges Ergebnis haben. Jetzt hat er 1 Watt, das ist immer noch für die Heizung. So, ist jetzt gleich bei 2280 Watt, 2100. Da hat er abgeschaltet. Da will er nicht mehr. So, jetzt muss ich einmal aus. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ich kenne mich auch noch nicht mit aus, aber er klickt wieder. Jetzt machen wir nur Lüftung. Ja, jetzt ist er nur am Blasen. Keine Heizung mehr. Da seht ihr auch, 23 Watt. Jetzt drehe ich auf den, keine Ahnung, welcher Modus das ist. Er heizt. Und heizt. Und die Wattzahl geht langsam nach oben.
Gute ist bei dem Heizlüfter hier, den kann man, dass er langsam hochgeht, dann hat er keinen hohen Anlaufstrom und dann würde die Powerstation auch nicht so schnell abschalten. Also mal gucken, was passiert. Ich mache das Ganze noch mal aus. So, das war jetzt mein erster Test und ein kurzes Zwischenfazit. Ja, also ich muss sagen, ich bin doch spontan sehr überrascht, wie gut das Ding ist. Auch vor allem das Solarpanel. Bei der schlechten Sonne jetzt 155 Watt oder ich weiß nicht, wie viel er jetzt anzeigt. Müsste ich mal gucken. Vielleicht ist es jetzt auch schon ein bisschen mehr. 157 Watt. Also es wird langsam besser. Ich denke mal, die 180 werden wir vielleicht noch schaffen in der Sonne jetzt hier. Ich sage ja, ich habe nicht die perfekte Sonne hier, weil ich hier im Hinterhof bin. Fazit dazu. Pros, das Ding ist, ich kann also wirklich meine Kreissäge damit betreiben. Ich könnte auch meine Stichsäge damit betreiben. Ich kann sogar die Heizung mit betreiben. Zwar nur 1,3 Stunden und nur bei halber Leistung, aber immerhin. Ich kann es mit Solar wieder aufladen. Ich kann hier mein Wasser kochen, das dauert jetzt noch ein bisschen, weil dieser Wasserkocher ist sehr langsam. Also das ist das Warmhalteding. Das ist sowieso hier draußen, wo die Umgebungstemperatur sehr kalt ist. Wir haben jetzt gerade so minus 1 Grad ungefähr. Naja, obwohl in der Sonne ist schon wärmer, in der Sonne haben wir schon plus gerade. Aber da, wo die Kamera steht, ist noch der Boden noch gefroren. Ja, das wäre es so erstmal dazu. Einzigen Negativpunkt, den ich habe, das sind diese, wie bei den anderen auch, die bleiben einfach nicht zu. Ich musste das Ding eben runtertragen. Jedes Mal sind die abgefallen. Jedes Mal. So, Lampe habe ich euch gezeigt. Da gibt es noch so ein paar Tricks und Kniffe, die ich euch noch zeige, aber die muss ich selber erst noch rausfinden. Und dann zeige ich die auch noch. Da gibt es auch noch mal einen anderen Test mit ein paar anderen Werkzeugen, wenn ihr das möchtet. Ja. Und das gibt es dann wahrscheinlich im übernächsten Video. Im nächsten Video muss ich mal gucken, ob ich noch mal was mit dem Bestagor Pixel Grill mache. Es kommt jetzt aber auch aufs Wetter drauf an, weil ich habe keinen Balkon, dass ich um den Balkon gehen könnte oder sowas. Aber das im nächsten Video oder übernächsten Video. Und vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu liken oder zu disliken, wenn ihr das Video nicht mögt. Vergesst nicht ein Abo dazulassen. Das werde ich am Anfang des Videos auch nochmal gleich sagen. Was rede ich denn da? Am Anfang des Videos, bin ja schon am Ende des Videos. Also, alles dazu. Also vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht zu kommentieren. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, drückt die Glocke. Tschüssikowski, euer Holger.